Hallo und herzlich willkommen zu unserer Mini-Meditation. Diese Woche geht es mal um das Thema Perfektionismus. Perfektionismus ist ein Thema, was viele Menschen in sich tragen. Also man ist ja auch schon so erzogen worden, ja. Also ganz, du sollst alles richtig machen. In der Schule bekommst du Noten. Wenn du es nicht gut genug machst, kriegst du dann eine schlechte Note. Und das sind alles so Erziehungsmethoden, die unseren Perfektionismus nach vorne treiben. Später im Erwachsenenleben kommen wir vielleicht mit uns selber nicht mehr richtig zurecht. Wir kriegen Gewissensbisse, wenn wir irgendwas nicht gut genug machen. Ein schlechtes Gewissen plagt uns, wenn eine bestimmte Aufgabe nicht erledigt ist. Also so, dass es uns dann oft auch nicht wirklich gut geht. Bis dahin, dass es uns sogar krank machen kann. Ja. Wenn du deinen Perfektionismus ein bisschen ablegen möchtest, dann lade ich dich ein zu unserer Mini-Meditation. Und zwar affirmieren wir zu diesem Thema. Und unser Affirmationssatz für heute lautet: Ich gebe mein Bestes, aber nicht um jeden Preis. Wenn du, wie gesagt, mitmachen möchtest, setz dich aufrecht hin, die Schultern gehen locker nach hinten und nach unten, leg deine Hände auf die Oberschenkel auf, schließe deine Augen, atme entspannt ein und aus, komm bei dir an, lass alles los. Und dann sage ich dir nochmal den Satz: Ich gebe mein Bestes, aber nicht um jeden Preis. Lass diese Affirmation auf dich wirken. Beginne.
Gut, dann komm jetzt wieder aus der Meditation heraus, bring dich in Bewegung, öffne deine Augen. Wie war dieser Satz für dich? Wie hat er auf dich gewirkt? Hast du irgendwelche Körperreaktionen wahrgenommen? Sind irgendwelche Bilder hochgekommen? Also ich fand den Satz für mich sehr gut, sehr stimmig. Für Menschen, die im Perfektionismus leben, ist es vielleicht anders. Sie haben andere Gedanken dazu. Wenn du möchtest, kannst du im Kommentarfeld deine Gedanken hinterlassen. Und ansonsten wünsche ich dir einen entspannten Tag. Bis zum nächsten Mal. Lolita Rühle von www.kommindeinekraft.de. Tschüss.